Aisha kann ihr Glück kaum fassen. Die 23-Jährige hat ihren Freund geheiratet. Sie hofft auf ein langes Leben mit ihrem Ehepartner, doch Aisha ist todkrank. Die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau leidet an einer chronischen Leukämie. Sie braucht eine Stammzellenspende, um das nächste Jahr zu überleben. Das heißt, ich habe eine sehr aggressive Art von Blutkrebs, die man eigentlich mit verschiedenen Medikamenten sehr gut im Griff haben kann, was bei mir der Ausnahmefall ist, weil die Tabletten bei mir nicht wirken. Ich würde euch bitten, ob ihr euch 10 Minuten Zeit nehmen könntet, um euch bei DKMS anzumelden und mir oder jemandem anderes damit helfen könnt, denn ich brauche unbedingt nächstes Jahr eine Knochenmarkstransplantation, weil meine Tumorzellen, meine Krebszellen mutiert sind. Den passenden Spender zu finden ist sehr schwierig, einer zu werden umso einfacher. Jeder kann helfen, indem man sich bei der DKMS registrieren lässt. Dafür reicht ein einfacher Abstrich, mit dem überprüft werden kann, ob man als Spender für eine erkrankte Person in Frage kommt. Mit der Hilfe können Leben gerettet werden. So auch das von Aisha, die trotz Krankheit voller Lebensfreude steckt und leidenschaftlich gerne singt. Ich möchte nicht aufgeben, ich möchte leben. Ich habe die Lebensfreude immer noch nicht verloren, egal wie viel Negativität gerade momentan auf mich zukommt. Und deshalb wäre ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Am Tag ihrer Hochzeit ist die Krankheit für einen kurzen Moment vergessen. In der Hoffnung, noch viele weitere schöne Momente erleben zu dürfen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.